Kapitel 1. Der Retter. Feldsicht. Wach auf, bitte. Er kann nicht noch einen Unschuldigen töten. Als ich dies hörte, löste sich die Dunkelheit um mich herum langsam auf. Mein Körper fing an, überall zu schmerzen. Die Gegend um mich herum begann auszusehen wie ein tatsächlicher Raum. Er war nur sehr klein und hatte kaum Möbel. Von dem Punkt, an dem ich lag, konnte ich gerade so ein großes Fenster, ein kleines Nachttischchen und eine Tür sehen. Ich selber lag auf einer Art Strohbett. Auf dem Nachttischchen stand eine Schale Wasser und eine Schüssel mit blauen Beeren. Heute weiß ich, dass diese Beeren Sinelbeeren genannt werden und für ihre heilende Wirkung und ihren guten Geschmack bekannt sind. Was ich jedoch nicht sah, war das Pokémon, von welchem die Stimme kam, welche ich gehört hatte. Stattdessen entschied ich mich, zu inspizieren, wie mein eigener Zustand wirklich war. Und offen gesagt, ich sah furchtbar aus. Ich war komplett in irgendwelche Verbände eingewickelt, offenbar sehr schwer verletzt. Zudem hatte ich starke Schmerzen. Mir war nicht wirklich bewusst, wie ich in so einem Zustand überhaupt am Leben war. Aber noch wichtiger, ich wollte wissen, wer mich gepflegt hatte, wer mein Retter war. Da ich mich fühlte, als hätte ich Jahre nichts gegessen oder getrunken, entschied ich mich, mich erst zu stärken, bevor ich versuchen würde, ihn zu finden. Unbekannte Sicht. Ich wusste wirklich nicht weiter. Es war inzwischen beinahe 2 Wochen her, dass ich das verwundete Vulpix im Wald gefunden hatte. Anfangs war ich noch relativ optimistisch gewesen, dass ich sie retten würde. Ihre Verletzungen waren vermutlich sehr schmerzhaft und hätten definitiv tödlich enden können. In dem Moment, als ich sie erblickte, wusste ich, was ich zu tun hatte. Ich kann nicht zulassen, dass noch ein unschuldiges Pokémon so sterben muss. Der zweite Grund war etwas persönlicher. Nachdem ich meine Schale Wasser geholt hatte, tat ich wieder, was ich derzeit am meisten tat: warten. Ich ging nie nach draußen und saß einfach neben dem Bett, für ihre Gesundheit betend. All diese Zeit sah ich niemanden. Keiner meiner Freunde versuchte je, mich zu besuchen. Andere wären darüber vielleicht sauer. Ich genoss die Ruhe jedoch. Außerdem, viele Freunde, die mich besuchen könnten, hatte ich sowieso nicht. Wenn man es genau wissen will. Ich hatte genau einen. Und dieser verreiste oft längere Zeit. Irgendwie ist es ironisch, dass wir überhaupt Freunde sein können. Das Einzige, was uns wirklich verbindet, ist, dass wir beide das Konzept der Freundschaft sehr sinnlos finden. Anders gesagt, wir sind nur Freunde, weil wir beide keine Freunde wollen. Aber das ist nicht das Thema, also zurück zum Punkt. Ich ging mal wieder in den Raum, um zu warten und zu beten. Ich wunderte mich wirklich, wer dieses Pokémon war und vor allem, warum er ein normales Pokémon wie sie angreifen würde. Ich wollte dies alles einfach herausfinden. Noch wichtiger war mir jedoch, dass ich ihm diesen Sieg nicht lassen konnte. Und so ging ich wieder in den Raum. Doch heute war etwas anders. Als ich den Raum betrat, war das Vulpix tatsächlich wach. Zum ersten Mal seit einer gefühlten Ewigkeit fühlte ich mich aufgeregt. Vielleicht etwas zu sehr. Du bist wach? Dank Arceus, ich dachte schon, ich wäre zu spät gewesen. Das fuchsartige Pokémon hatte meine Anwesenheit offensichtlich noch gar nicht bemerkt. Da sie sich bei meinem plötzlichen Ausbruch sehr erschreckte. Musst du dich so anschleichen? Ich hätte mich fast verschluckt. Tut mir leid, aber ich habe mich definitiv nicht angeschlichen. Ich bin ganz normal in den Raum gekommen. Meine neuere Bekanntschaft schien sich wieder zu beruhigen. Nein, es war meine Schuld. Ich habe mich nur etwas erschreckt. Hast du mich gerettet? Ja, ich habe dich bewusstlos im Wald gefunden. Ich habe dich hierher gebracht, um dir helfen zu können. Was ist dir denn passiert? Warum hat er dich angegriffen? Für einen Moment überlegte sie. Wen meinst du mit er? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich war ziemlich verwirrt. Wie meinst du das? Du musst es doch wissen. Was ist denn passiert? Wieder dachte sie einen Moment nach.
Ich... Auf einmal wirkte sie panisch. Ich weiß es nicht. Ich erinnere mich an gar nichts. Warum? Was ist mit mir passiert? Wieso erinnere ich mich an nichts? Beruhig dich. Sammel dich erstmal und versuche vielleicht, dich an etwas Kleineres zu erinnern. Dein Name oder sowas. Das Vulpix atmete tief durch, kam wieder runter und konzentrierte sich. Ich glaube, ich erinnere mich. Mein Name ist Fate. Fate, das ist ein interessanter Name. Meiner lautet übrigens Fanda, falls es dich interessieren sollte. Zum ersten Mal lächelte sie. Danke, Fanda, ich bin dir wirklich was schuldig. Leider hörte sie sofort wieder auf zu lächeln. Kannst du mir bitte erklären, wer dieser Er ist? Glaubst du, dass er derjenige war, der mich so zugerichtet hat? Ihr Blick wirkte gleichzeitig neugierig und ängstlich. Ich wusste, dass ich ihr am besten alles erklären sollte. Über ihn. Über den Tyrann, der das gesamte Land terrorisierte. Den Anführer der Sklaven der Dunkelheit. Fate-Sicht. Also gut, bevor ich dir etwas über dieses Pokémon erzähle, muss ich wissen, ob du dich in irgendeiner Form an eine Gruppe namens Sklaven der Dunkelheit erinnern kannst. Ich dachte wirklich nach, aber es hatte keinen Zweck. Nichts. Es war einfach so unfassbar frustrierend. Mein Gesicht muss den Frust wiedergespiegelt haben, da Fanda nicht einmal auf meine Antwort wartete. Also erinnerst du dich nicht. Mach dir darüber keine Gedanken, deine Erinnerungen kommen bestimmt bald wieder. Für den Moment heißt das bloß, dass ich dir wohl etwas mehr erklären muss. Also, mach's dir bequem, denn das kann jetzt eine Weile dauern. Ich entschied mich einfach wieder hinzulegen. Dann begann er. Also gut, beginnen wir am besten ganz am Anfang. Weil, naja, diese Welt ist das genaue Gegenteil von friedlich. Es gibt im Moment so ziemlich drei Sorten von Pokémon. Die unschuldigen, unbeteiligten Pokémon. Die Pokémon, die gegen die Sklaven der Dunkelheit kämpfen. Und die Sklaven selber. Nicht viele wissen, was ihr Ziel wirklich ist. Aber was jeder weiß, dass sie nichts Gutes im Sinn haben. Sie rauben Leute aus, attackieren Unschuldige. Sie versuchen einfach allen zu schaden. Ich unterbrach seine Erläuterung. Und auf welcher Seite stehst du? Gehörst du zu den Unbeteiligten? Alles, aber definitiv nicht das. Ich bekämpfe sie seit inzwischen 2 oder 3 Jahren. Ich weiß mehr über diese Organisation als die meisten anderen. Ich helfe der Polizei und natürlich dem Officer im Kampf gegen sie. Du wirst ihn bestimmt auch bald treffen. Und warum bekämpfst du diese Gruppe? Möchtest du Unschuldigen helfen, so wie mir? Für einen Moment verstummte er. Es ist... Ich kann es dir nicht sagen. Meine Gründe sind persönlich. Also, frag nicht nach, okay? Zum ersten Mal wirkte er sich unsicher. Was mich nur noch neugieriger machte. Trotzdem entschied ich mich dagegen, nachzuhaken. Er wechselte schnell das Thema. Die Sklaven, wie ich sie oft kurz nenne, weil ihr Name viel zu lang ist, sortieren ihre Mitglieder nach 5 Rängen. Die niedrigsten von ihnen sind die Schergen. Die meisten von ihnen sind neu bei der Gruppe und sind wirklich schwach. Den zweitniedrigsten Rang haben die Ganoven. Dieser Rang ist der häufigst besetzte. Ungefähr 70% aller Sklaven sind Ganoven. Sie übernehmen die schmutzigen Jobs, wie Diebstahl oder öffentliche Angriffe. In der Mitte der Hierarchie stehen die Krieger. Sie verteidigen die Organisation und ihre Basis und sind in der Regel sehr stark. Viele Ganoven wollen diese Position erreichen. Seit ihre Basis entdeckt wurde, bewachen die Krieger sie Tag und Nacht. Sie sind der Grund, warum niemand lebend hinein und auch wieder hinausgekommen ist. An zweiter Stelle stehen die Generäle der Vereinigung. Es gibt genau 3 von ihnen und sie sind diejenigen, denen der Anführer wirklich vertraut. Aber nur das Vertrauen des Anführers ist nicht alles, was man braucht. Stärke und Intelligenz sind ebenfalls vonnöten.
Wie bereits erwähnt, gibt es drei von ihnen. Gavin, das Knackrack, Blast, das Logok und Tyrant, das Despotar, der Oberste der Generäle. Nur ein Pokémon hat das Recht, ihnen etwas zu befehlen. Der Anführer der Sklaven der Dunkelheit persönlich. Er ist ein mystisches Pokémon, eines der Sorte, die man nur einmal im Leben sieht. Er ist der König der Albträume, gerissen, mächtig und gewissenlos. Er behauptet, die Organisation selbst gegründet zu haben. Sein Name, er lautet Darkrai, das schlimmste Pokémon, welches je das Licht der Welt erblicken durfte. Niemand weiß etwas über seine Motive. Niemand weiß, wie er so viele Pokémon ansammeln konnte. Niemand weiß irgendetwas über ihn. Jedenfalls nichts Bedeutendes. Ich bin ihm erst einmal begegnet. Das war der Tag, an dem ich mich entschied, die Sklaven zu bekämpfen. Das war für mich natürlich eine Menge zu verarbeiten. Er hatte mir wirklich alles über diese Gruppe erzählt, außer dem, was ich wissen wollte. Das ist ja alles echt interessant, aber was hat es mit dem Angriff zu tun? Hat der Angriff etwas mit diesen Sklaven der Dunkelheit zu tun? Erneut wirkte Fanda unfassbar unsicher. Ich bin mir sehr sicher, dass es Darkrai selbst war. Meine Verwirrung wuchs bloß an. Bitte, was? Wieso sollte dieser Kerl so jemanden wie mich angreifen? Wieso bist du dir so sicher, dass er es war? Gerade sagtest du doch noch, dass du ihn erst einmal getroffen hast. Ich habe ihn zwar nicht gesehen, als er dich angriff, aber trotzdem bin ich mir sicher, dass er es war. Es ist wegen deinen Wunden. Darkrai ist das einzige Pokémon, welches andere mit der Energie der Nacht selbst verletzen kann. Und du wurdest eindeutig von dieser Macht verletzt. Und weshalb er dich angegriffen hat, das werde ich herausfinden. Darkrai kämpft nie selbst. Dafür ist er zu feige. Er schickt sonst immer Ganoven oder Krieger für die Scheißarbeit und lehnt sich selbst zurück. Du musst irgendwas getan haben, was ihn wirklich angepisst hat. Ich kann mir nicht vorstellen, was. Soweit ich weiß, hat er erst ein einziges Mal selber jemanden angegriffen. Er hörte anschließend auf zu reden. Für einen Moment verstummte er, bevor er erneut das Thema wechselte. Also, was hast du jetzt vor? Hast du schon eine Idee, wie du jetzt weitermachst? Ohne meine Erinnerung und ohne mein Wissen würde ich diese Schlacht nicht alleine schlagen können. Vor allem, wenn eines der wohl berüchtigsten lebenden Pokémon anscheinend mein Feind war. Und wenn Darkrai mich wirklich hasste, dann musste er etwas über mich wissen. Über meine Vergangenheit. Ich musste ihn finden. Alleine würde dies jedoch nicht möglich werden. Und bisher kannte ich nur ein Pokémon in dieser Welt. Wenn du diese Pokémon bekämpfst, dann will ich dir auch helfen. Kann ich hierbleiben und dem Kampf beitreten? Er betrachtete mich überrascht und auch etwas argwöhnisch. Du willst mir helfen. Warum das? Was soll ich sonst tun? Ich erinnere mich an nichts. Und wenn Darkrai mich tatsächlich angegriffen hat, muss er meine Vergangenheit kennen. Ich muss ihn finden. Sein Blick wurde nachdenklich. Ich bezweifle, dass ich dich abhalten kann. Habe ich recht? Ich schüttelte den Kopf, bereute es jedoch sofort, als Schmerz mich durchzuckte. Bleib ruhig, du musst dich noch ausruhen. Aber wenn du drauf bestehst, dann werde ich dich mitkämpfen lassen. Vorher wirst du jedoch den Officer treffen müssen. Ruhe dich am besten ein paar Tage lang aus, dann trete ich mit ihm in Kontakt. Aber wie gesagt, erst ruhst du dich aus. Nachdem diese Worte gesprochen waren, verließ er den Raum. Dies war der erste Tag unseres Abenteuers. Wenn wir damals gewusst hätten, was die Zukunft für uns bringen würde, wäre wohl alles anders gewesen. War es aber nicht. Und so vergingen die Tage.